Silbermann Stadt Frauenstein feierte vom 6. bis 10. Juni ihr 800-jähriges Jubiläum. Feuer! Bürgermeister Rainer Henschel eröffnete am Mittwoch die Feierlichkeiten zum Stadtfest. Ja, also ich lade Sie recht herzlich ein und bevor wir dann das Fest wirklich eröffnen, nämlich mit dem Bierfassanstich durch unseren Landrat Herrn Damm. Am Abend heizten die Krabbits aus Dippoldiswalde mit stimmungsvoller Tanzmusik, Rock'n'Roll, Musik aus den 60er und 70er den Gästen ein. Auf dem Markt luden Fahrgeschäfte und Losbuden zum Mitmachen ein. Auch für das leibliche Wohl wurde gut gesorgt. Nach der Enthüllung der Gedenktafel für die Opfer der beiden Weltkriege anlässlich unseres Stadtfestes möchte die Kirchgemeinde Frauenstein auch der leidvollen Geschichte gedenken, die die beiden großen Kriege im vergangenen Jahrhundert für unser Land und auch für unsere Stadt gebracht haben. Wurde am Donnerstag zum Orgelkonzert in der Frauensteiner Stadtkirche eingeladen. Höhepunkt war eine Uraufführung anlässlich des Frauensteiner Stadtjubiläums mit Kantor Peter Kleinert an der Orgel und Lucille Brandt spielte auf Trompete und Horn. Der Höhepunkt am Donnerstag war sicherlich der Treff der Legenden. Für Sie exklusiv aus dem Frankenland hier reingeflogen und dageblieben Hans der Meier. Sie werden es nicht glauben, für Sie exklusiv, nur noch heute, Joachim Löw. Wer mich verarscht, mein Lieber, da pass mal auf. Hans Meier, Ingo Meier, Paul, was tun wir? Spieler- und Trainerlegenden Eduard Geier und Hans Meier unterhielten in einer lockeren Runde das vollbesetzte Zelt mit persönlichen Geschichten, die ihre Laufbahn prägten. Moderiert wurde die illustre Torkunde von Gerd Zimmi Zimmermann. Aber Frauenstein verbindet mich natürlich und natürlich auch meine Frau, das war ganz besonders. Wir wohnen ja in Dresden seit ewig und wir waren hier immer Skilaufen. Dazu kommt, dass als ich mein Studium gemacht habe, Diplom-Vierteljahr, haben wir in Frauenstein hier in der Jugendherberge haben wir unsere Touristiklager absolviert. Und da mussten wir dann durch den Wald streifen und mussten so immer bestimmte Orte abstempeln. Da haben wir gelernt, wie wir überleben können im Eis, im Schnee, wie wir ein Feuer machen, wie wir Zelte aufbauen. Also ich habe eigentlich hier gute Erinnerungen. Im Zuge der Feierlichkeiten konnte man auch liebevoll gestaltete Ausstellungen besuchen. In der Ausstellung Frauensteiner Maler und Postkarten ab 1885 konnte man Kunstwerke einheimischer Bürger betrachten und historische Postkarten von Frauenstein bestaunen. Ja, wir befinden uns hier in der Galerie in Frauenstein. Mein Name ist Rainer Wetzel. Meine Frau und ich, wir haben uns im Zusammenhang mit den 800 Jahren Frauenstein Gedanken gemacht, was wir für einen Beitrag dazu liefern können und sind auf die Idee gekommen, eine Ausstellung zu gestalten von Künstlern, die in Frauenstein einmal gelebt haben. Im Erdgeschoss der Grundschule Frauenstein war eine Modellbahnausstellung zu erleben und die geschichtlichen Hintergründe der Frauensteiner Eisenbahn. Anlässlich der 800-Jahr-Feier in Frauenstein haben Eisenbahnfreunde aus Freiberg, Burgersdorf sich zusammengetan und eine kleine Ausstellung organisiert. Das geht darum, darzustellen, wie das mit der Kleinbahnstrecke Klingberg-Holnitz-Frauenstein vor 120 Jahren gegründet wurde.
Hallo, wir sind die beiden Eisenbahnfreunde aus Freiberg, Helmut Buschmann, Henry Müller. Wir sind Schmalspurfreunde, das sieht man an unseren Anlagen. Jeder hat seine Heimanlage hier mitgebracht. Und die Entstehungsgeschichte dieser Anlage ist die, dass wir bei einem wunderschönen Freiberger Bier zusammengesessen haben und haben gedacht, wir könnten unsere beiden Schmalspuranlagen einmal zusammenbringen. Die Post- und Fernmeldeausstellung zeigte die frühen Kommunikationsmöglichkeiten der damaligen Zeit. Zur 800-Jahr-Feier der Stadt Frauenstein haben wir wieder eine kleine Fernmeldeausstellung kreiert. Zusammen mit Christian Röger haben wir Zeitzeugen zusammengestellt, um die Fernmeldegeschichte zu bewahren und der Nachwelt aufzuzeigen. Bei der historischen Rundfunk- und Fernsehgeräteausstellung konnten die Besucher sich einen Eindruck von den damaligen Geräten verschaffen. Dieses Gerät hat mein Vater 1954 in Freiberg gekauft, hat das mit der Eisenbahn von Freiberger Bahnhof nach Frauenstein mit einer kleinen Lok transportieren lassen und ist dann mit dem Handwagen vom Bahnhof nach Kleinbobritsch, wo er gewohnt hat, gefahren. Die ersten Anfänge des Fernsehens damals waren schwierig, weil es keine Antennen gab. Mein Vater war in der Lage, Antennen zu bauen und hat sich selber Antennen bauen müssen. Und damit begann das Fernsehen bei uns in der Familie 1954. Das Frauensteiner Kurtreffen war dann ein weiterer Höhepunkt am Freitagnachmittag. Auch in der Altstadt wurde gefeiert. So wird geschleudert und nächste Woche sind die Männer dran. Und unter dem Motto Burg erleben konnten die Besucher auf der Burg Frauenstein das mittelalterliche Lagerleben Handwerk und die Kampfkunst im Burghof bestaunen. Wir haben ja versucht, gerade eben in dieser Vorführung zu zeigen und dass man sieht, dass es sehr abwechslungsreich ist, dass es vom Ringen über den Dolchkampf, über die einhandgeführten Waffen, über die zweihandgeführten Waffen, so wie ich sie hier in der Hand habe, und bis sogar zu dem Kampf mit Stangenwaffen geht. Und das ist eine sehr dynamische, wie Sie vor uns gerade gesehen haben, und eine sehr kraftvolle, impulsive Kampfkunst-Kampfschule ist. Ja. Samstagvormittag gab es dann die feierliche Grundsteinlegung für den Wiederaufbau des Museums und der Stadtinformationen am Markt. Beim Treffen der Generationen im Festzelt konnte man bei zünftiger Blasmusik in alten Erinnerungen schwelgen. Der Sternenmarsch war einer der meist erwarteten Ereignisse der 800-Jahr-Feier von Frauenstein. Der Präsentiermarsch der Bürgerwehren und das anschließende Salutschießen. Legt an! Fall! Begeisterte die Zuschauer. Der Sonntag stand ganz im Zeichen vom Bobritschtal-Treffen. Verschiedene Blaskapellen aus dem Bobritschtal sorgten für einen schönen, heimischen und stimmungsvollen Nachmittag. Beim traditionellen Vogelschießen konnte jeder mitmachen und sein Glück und Treffsicherheit auf die Probe stellen. Schützenkönig 2018 wurde Mike Zimmermann. Und auch bei den Frauen gab es eine Gewinnerin. Maria Göhler gewann die Krone zur Schützenkönigin 2018. Max Hertig wurde Kinderschützenkönig. Auch Bürgermeister Rainer Henschel versuchte sein Glück. Vergeblich. Frauenstein, wie es lebt und lebt, das hat uns sehr gut gefallen. Aber auch zur Eröffnung war sehr schön, das hat uns auch sehr gut gefallen. Ja, also insgesamt. Und wir sind eben immer auf den Beinen, ne? Ist jetzt schön. Es gibt auch viele Sachen für die Kinder. Ja. Ach,
eigentlich ist alles schön. Die haben sich viel Mühe gegeben. Wir waren gerade in der Unterstadt. Dort ist auch alles sehr toll gemacht. Und wirklich ganz groß, viel Mühe gegeben. Schönes Fest. Mit einem grandiosen Feuerwerk gingen die Feierlichkeiten zu 800 Jahre Frauenstein zu Ende. Für die Frauensteiner und ihre Gäste ein sicherlich unvergessliches Erlebnis. Wir freuen uns, blicken gern zurück auf diese wunderbare Zeit, die wir hatten, dass das Wetter auch mitgespielt hat und bedanken uns bei all jenen, die gekommen sind, dieses Fest mit uns zu feiern. Bedanken uns bei all jenen, die alles mit organisiert haben und ihre Zeit geopfert haben. Vielen, vielen herzlichen Dank und ich darf ein sehr positives und schönes Resümee ziehen von diesem Stadtfest. Vielen Dank. Die Höhepunkte des Stadtfestes mit allen Ausstellungen können Sie auf einer ca. 60-minütigen DVD noch einmal miterleben.